Faster Baby ist der erste Story-DLC für Mafia 3 und er ist so, wie sich viele wohl den Rest des Spiels gewünscht hätten, nämlich eine Story-Mission nach der nächsten, wie bei Mafia 1 und 2. In der 15 Euro teuren Erweiterung wurde die immer gleiche Gebietseroberung des Hauptspiels einfach gestrichen. Der Nachteil daran? Faster Baby ist ziemlich kurz, nach rund 2 Stunden hat man alles gesehen. Einzeln kostet der DLC übrigens 15 Euro, den Season Pass gibt's für 30 Euro und da bekommt man dann später auch noch die nächsten beiden Story-DLCs. Aber zurück zu Faster Baby. Klären wir mal, worum es da geht. Lincoln soll dem rassistischen Sheriff Slim Beaumont das Handwerk legen. Beaumont macht in der Kleinstadt Sinclair Parish Jagd auf Farbige und schon auf der Fahrt ins neue, ländliche Spielgebiet lauert uns die Polizei auf und wir bekommen gleich eine neue Spielmechanik zu sehen. Im DLC kann man jetzt nämlich Baumstamm- oder Tonnenlager beschießen, daran vorbeidüsen und hoffen, dass Verfolger in die improvisierte Falle rasen. Eine nützliche Spielerei, denn die Erweiterung setzt auf viele Verfolgungsjagden. Und selbst wenn wir mal nicht die Cops im Nacken haben, rasen wir durch die Stadt oder diesen Jahrmarkt und sorgen für Chaos, was ebenfalls ein neues Spielelement ist. Wie in den besseren Story-Missionen des Hauptspiels sind wir im DLC auch oft mit anderen Charakteren unterwegs. Besonders die neue Begleiterin Roxy kämpft nicht nur fleißig mit, sondern hält auch mit Kommentaren nicht hinterm Berg. Lass dich von diesem Schwanzlutscher nicht abhängen, Baby! So cool die neuen Missionen auch sind, sie sind, wie gesagt, schnell vorbei. Aber lieber ein paar gute Einsätze als immer das gleiche abarbeiten. Schade ist jedoch, dass es Begleiter und Zwischensequenzen nur in der ersten Hälfte des DLCs gibt. Ist die vorbei? Warten zwar noch 3 spielerisch völlig solide Story-Einsätze, aber eben ohne Roxy und dann macht's nur halb so viel Spaß. Trotzdem, Faster Baby ist ein guter DLC-Start. Was bleibt, ist allerdings die Frage, warum war das Hauptspiel nicht gleich so?